Wir beginnen mit Bernhard Hafele und Matthias Mages. Wie alle wissen, befinden wir uns hier ja in ziemlich unmittelbarer Nähe zur FH Vorarlberg und dort gibt es neben Technik, Wirtschaft und Sozialem ja auch einen Gestaltungsstudiengang, einen sehr interessanten, Intermedia. Und mich fasziniert es immer, was die Leute alles machen. Also wie wir heute schon gesehen haben, die entwickeln Apps, dann werden die Fotografen, Akustik, Menschen, ich kann leider die Berufsbezeichnungen nicht genau, die werden Visual Artists, die werden Pippi für eine Grafikdesigner, Typografen, also alles, was man sich vorstellen kann. Und es ist natürlich eine Frage, wie kann man diese Vielfalt und Bandbreite irgendwie trotzdem gut dokumentieren? Und genau, ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, mit der Frage haben sich die beiden Bartträger neben mir auseinandergesetzt. Es geht auch um Bärte, nicht nur um Intermedia. Und zwar haben die das gemacht in Form einer Zeitschrift, eines Magazins und einer Webplattform. Mehr von euch direkt. Von mir aus kann es losgehen. Ein zweites Mikrofon braucht man noch. Moment. So, bitteschön. Danke. Gut. Ja, erstmal danke, Isabella. Es freut uns natürlich, dass der Bernhard und ich heute die Gelegenheit haben, euch Strax vorzustellen. Weil es einfach ein Projekt ist, das uns ganz besonders am Herzen liegt. Und ja, vielleicht ganz kurz, wie wir darauf gekommen sind, sowas zu machen. Strax ist als Bachelorarbeit, hat als Bachelorarbeit begonnen und ist sozusagen in einer Partnerschaft entstanden. Ja, Ziel war es ganz einfach, wie Isabella schon gesagt hat, die tollen Arbeiten, die im Studiengang Intermedia entstehen, einfach angemessen zu präsentieren. Genau, das Ergebnis heißt also Strax. Wir kommen auf den Namen, das leitet sich von dem mittelhochdeutschen Wort Strack ab, was so viel bedeutet wie gerade oder direkt. Umgangssprachlich kennt man das so mit Schnurstracks, also die direkte Verbindung zwischen zwei Punkten. Ja, und die Verbindung ist auch gleichzeitig der Leitgedanke von dem ganzen Konzept. Strax soll verbinden die Studierenden auf der einen Seite und die Wirtschaft auf der anderen Seite. Weiters verbindet Strax die Medienbereiche Print und Online und zu guter Letzt natürlich auch die Fachhochschule Vorarlberg als Gesamtes mit anderen Hochschulen. Und jetzt sehen wir das vorläufige Ergebnis. Es besteht aus einer, wie schon bereits angekündigt, Webseite, auf der laufend neue Arbeiten von den Studierenden bzw. vom Studiengang Intermedia präsentiert werden und auf der anderen Seite von einem jährlich erscheinenden Magazin. Um sich der ganzen Vielfalt an Arbeiten besser zu orientieren zu können, haben wir das Ganze ein bisschen gegliedert. Wie gesagt, es gibt viele Bereiche an der FH und wir haben es unterteilt in Kommunikationsdesign, Fotografie, Videoanimation und interaktive Medien. Es werden aber nicht nur Arbeiten gezeigt. Ein weiterer wichtigerer Punkt ist das Ausgabenthema. Dies liegt sowohl dem Magazin als auch der Website zugrunde und ist ein ganz wichtiges Gestaltungselement für beide. Und ja, es gibt eigentlich die Möglichkeit für die Studierenden, die das Magazin und so weiter in den laufenden Jahren gestalten sollen, das einfach genauer darzustellen und redaktionell ein bisschen zu arbeiten. Und jetzt war diese super Animation viel zu schnell. Denn genug vom Konzept, jetzt schauen wir mal, wie es ausschaut. Genau, fangen wir mit der Website an. Die Website gliedert sich grundsätzlich in drei Bereiche, Startseite, Studierende und eben das Magazin. Und das Besondere ist, dass ich eigentlich nur zwei Schaltflächen benötige, um in diesen Bereichen zu navigieren. Man sieht es dann auch später noch, auf dem iPad wird es dann mit Wischen funktionieren. Also ich kann quasi zwischen den einzelnen Bereichen hin und her wischen. Auf der Startseite werden eben laufend die aktuellen Arbeiten der Studierenden präsentiert, die sie selber hochladen können. Und in der Mitte habe ich eben die Möglichkeit, nach bestimmten Kategorien zu filtern, die wir eben vorher gehört haben. Bei den Studierenden läuft es im Prinzip ähnlich ab. Ich kann eben auch die Studierenden filtern nach Bachelor, Master oder eben bestimmte Jahrgänge und erhalte einfach nähere Informationen über den Student, die Studentin und auch haben da auch die Möglichkeit, die Person zu kontaktieren. Genau, das, der Magazinbereich, der dritte Bereich der Website, greift das Ausgabenthema nochmal auf und verweist sozusagen auf das gedruckte Magazin
Und da habe ich dann auch die Möglichkeit, das gedruckte Magazin zu bestellen. Ja, und wenn man das Magazin dann bestellt hat, schaut es so oder so ähnlich dann aus. Cover, Gestaltung, Motiv, Farbigkeit und dergleichen, wie bereits erwähnt, halten sich immer an das jeweilige Ausgabenthema. Für die erste Ausgabe ist geplant, das nennt sich Symbolträger und beschäftigt sich mit der Frage, welche Art von Menschen Bärte tragen und was das mit dem Denkprozess zu tun hat. Das Thema ist jedes Jahr frei wählbar, kann ernst gemeint sein oder auch nicht, das kann man dann selber interpretieren. Kann nächstes Jahr also auch ganz was anderes sein, ob Schnecken und deren Auswirkungen auf Logo-Design, wäre Vorschlag für nächstes Jahr. Dem Ausgabenthema folgend werden dann 10 Arbeiten präsentiert im Magazin. Die werden ausführlicher dargestellt als auf der Webseite. Es steht da vor allem der Entstehungsprozess, was hinter dem ganzen Projekt steht, eigentlich im Mittelpunkt, als wie nur die reinen Lösungen zu zeigen. Besonders bei Projekten wie Videoprojekten, die im gedruckten Magazin ja recht schwer zum Darstellen sind, steht auch der Prozess natürlich im Vordergrund. Jetzt war ich aber das schnell. Ja, das war jetzt natürlich nur ein grober Überblick über das Konzept und wie die Prototypen so ausschauen. Es gibt da noch viel mehr zu erzählen und zu zeigen. Wenn es interessiert, der kann danach gerne noch auf uns zukommen. Wir haben ein Magazin mit und auch ein iPad, wo wir das kurz herzeigen können. Ja, jetzt war es natürlich geplant, das Konzept auch in die Realität umzusetzen. Allerdings sind wir da mit der Fachhochschule momentan noch zu keiner Einigung gekommen. Weshalb wir beschlossen haben, das auf eigene Faust umzusetzen. Also vielleicht ganz kurz, der Plan war, dass wir es bis zur Vernissage vorstellen, die vor 2 Wochen an der FH stattgefunden hat. Neues Ziel, wir gründen einen Verein. Kurz sehen wir da, wie das so ungefähr ausgeschaut hat. Wir setzen das Projekt jetzt unabhängig um. Das ist jetzt mal ein erster großer Schritt in diese Richtung. Das neue Ziel ist einfach, dass wir das Konzept oder diese Plattform bis zum Oktober dann soweit fertig haben und das zu der Bachelor-Ausstellung, die hier im Designforum stattfindet, dann präsentieren können. Und es würde uns natürlich freuen, wenn wir den einen oder anderen von euch da wieder begrüßen dürften. Damit sind wir schon fast am Ende. In den wenigen Augenblicken kommt die letzte Folie. Die möchten wir eigentlich nur mehr nutzen, um uns zu bedanken bei der Aufmerksamkeit und hoffen, dass wir beim Bierle danach mit dem einen oder anderen Scheich oder sowas noch über finanzielle Sachen reden können. Sonst wollten wir noch einen Klingelbeutel durchgeben, aber das haben wir dann auch nicht gemacht. Aber vielleicht findet sich ja noch wer. Dankeschön. Darf ich noch ganz kurz was fragen? Nein. Wie reagieren die Damen auf das Bartthema? Äußerst aufgeschlossen natürlich. Es gibt natürlich auch Damenbärte, vielleicht welche anwesend, weiß ich nicht. Aber wir haben natürlich auch Alternativen für Damen im Magazin abgebildet. Das können wir dann später gerne zeigen, wie die ausschauen. Ja, okay, bin sehr gespannt. Danke. Danke, Jungs.